Am Ende eines langen Tages hier von der Nürnberger Spielwarenmesse besuchen wir zu guter Letzt noch den Stand von ESO. Und ich möchte das Ganze damit beginnen. ESO hat die eierlegende Wollmilchsau erfunden. Lieber Jürgen Lindner, das ist doch mal eine Neuigkeit. Ja, danke für diese nette Einleitung. Die eierlegende Wollmilchsau bezeichnen wir unsere ECOS Digitalzentrale. Insofern, als sie mit allen Protokollen verwendet werden kann und für alle Spurweiten. Und wir haben dieses Jahr sozusagen ein Update oder ein Facelift, wie man so schön sagt, für diese Zentrale herausgebracht. Unsere ECOS kann ab diesem Jahr mehr Strom aufs Gleis geben und bis zu 6 Ampere Ausgangsleistung sind damit auch für Spur 0 und für G-Spur bzw. für Spur 1 Kunden attraktiver. Braucht man da noch einen Booster dazu zusätzlich oder geht das dann schon so mit dem Teil? Das Schöne ist, der Booster ist bereits eingebaut in die Zentrale und wir liefern ein passendes Netzteil mit 150 Watt Leistung gleich mit. Das heißt, der Kunde braucht nichts extra dazu kaufen. Das ist natürlich eine tolle Leistung. Man muss allerdings dazu sagen, das Gerät ist im fast identischen alten Gehäuse untergebracht, oder? Also optisch sehen Sie eigentlich keinen Unterschied. Von äußerlich ist alles gleich geblieben. Auch die Softwarefunktionen sind noch wie bei der bisherigen Zentrale. Und alle drei Geräte, sogar die alten Schwarz-Weiß-Geräte, erfahren nach wie vor regelmäßig Updates mit neuen Funktionen. Also, tolle Sache. Dann gucken wir mal auf unseren gemeinsamen Spickzettel. Es gibt ja eine hervorragende Neuerung und das ist auch eine Lok, die der Klassiker schlechthin ist. Das ist eine Lok, die Kult-Lok eigentlich, sagen wir mal Kult-Lok schlechthin, die E103. Ja, die E103 ist wirklich eine der Kult-Loks schlechthin. Unter den Elektro-Loks sicherlich die Lok, die man wirklich von hier bis Japan und Australien kennt und schätzt. Dieser Lok haben wir dieses Jahr auch ein Denkmal gesetzt in Form eines komplett neu entwickelten Modells. Wir arbeiten schon das vierte Jahr jetzt dran, das ist also kein Schnellschuss. Die E103 hat es verdient, dass man ein zeitgemäßes Modell vollkommen aus Metall macht. Und das stellen wir dieses Jahr neu in drei Varianten vor. Ich kann Ihnen bestätigen, liebe Zuschauer, ich hatte das Modell der Lok bereits in der Hand. Die ist wirklich eine sehr gewichtige Lok. Was das? Habt ihr die mal gewogen? Ehrlich gesagt habe ich sie noch nicht gewogen, aber sie wird im Schluss so zwischen 400 und 500 Gramm auf die Waage bringen und damit natürlich schon ordentlich Gewicht, um auch die passenden langen Züge ziehen zu können. Es ist jetzt natürlich Holz in den Busch geworfen, wenn ich sage, dass er mit allen Features ausgestattet ist, die man von ESO kennt. Das ist richtig. Alle Varianten, insbesondere auch die E03 Vorserien-Lok, die ja im Prinzip als Versuchsträger diente, ist ausgestattet mit elektrisch heb- und senkbaren Pantographen. Bei uns geschieht das alles so auch sehr unsichtbar, das heißt keine irgendwie Nylonfaden oder Schubstangen, die nicht vorbildgetreu werden würden, den Blick aufs Dach sozusagen verstecken. Dann haben wir natürlich einen Lok-Sound drin, das komplette Beleuchtungspaket mit Innenraumbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung, auch die Effektbeleuchtung ist da, die Original-Lok hatte. Kurven quietschen, Bremsen, LEDs, alles da. Ja, eine perfekte Lok halt. Letztendlich ja, und wir haben jetzt auch schon die letzten drei Tage sehr viel Zuspruch gekriegt. Natürlich klar, die Vorserien-Lok ist natürlich das Highlight letztendlich, weil es überhaupt kein zeitgemäßes Modell mehr gab. Aber auch die Serienvariante, die wir auch zeitgleich mit auflegen, mit dem doppelten Lüfterband, kommt natürlich gut bei den Leuten an. Dann haben wir noch als weitere Neuheit, jetzt verlassen wir mal die E103, wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich über die Lok fachsimpeln und Geschichten erzählen, aber die Baureihe 245 ist ja auch eine ganz tolle Lok. Ja, die Baureihe 245 markiert quasi das andere Ende, also eine ganz extrem moderne dieselelektrische Lok. Die hatten wir ja vor 2 Jahren schon angekündigt und ausgeliefert, war jetzt relativ lange ausverkauft und dieses Jahr kündigen wir die in DB-Rot in verschiedenen Betriebsnummern wieder an, beziehungsweise werden zur Auslieferung kommen und 3 neue Farbvarianten. Da ist eine SBB Cargo-Variante, eine weiße IC-Lackierung, als auch mein persönliches Highlight ist die weiß-gelbe Drei-Löwentakt-Lokomotive, weil die planmäßig sozusagen bei uns vor der Haustür fahren soll. Und wir haben eben das Bestreben, dass wir auch ein paar Farbtupfer auf die Anlage bringen. Das denke ich aber schon. Das sind auch sehr attraktive Loks und ich denke, die werden auch ihre Freunde finden. Dann kommt eine Lok in Black. Ja, wir bringen dieses Jahr als Ergänzung zu unserer Baureihe 265, also Gravita 15BB, eine schwarze Variante der MACE, weil wir auch finden, dass gerade dieser Lok ein schwarzes Farbkleid sehr gut steht. Kann ich mir gut vorstellen. Ich kann Ihnen auch bestätigen, liebe Zuschauer, wir haben sie auch hier. Sie sehen sie auch gerade im Bild. Es ist wirklich eine tolle Lok. Jetzt stellen wir eine Lok vor,
Ich höre sie schon wieder rumschreien alle, oh nee, nicht schon wieder. Aber die V200 stellen wir trotzdem nochmal vor. Also die V200 ist ja eigentlich der Diesellok-Klassiker schlechthin. Und wir haben jetzt auch schon die dritte Produktionsauflage gestartet, dieser Lok. Und dieses Jahr bringen wir neue Betriebsnummern, sodass die Sammler, wir haben viele Leute, die kaufen nicht nur eine, sondern gleich einen ganzen Zoo von V200. Weil, was ist besser als eine V200? Zwei V200? Drei oder vier. Und letztendlich haben wir auch eine zusätzliche Privatbahnvariante dieses Jahr rausgebracht von der EVB. Auch hier ist der Trend wieder ganz klar zu modernen Fahrzeugen der Epoche 6, weil wir viele Kunden haben, die auch das kaufen, was sie im täglichen Leben quasi draußen rumfahren sehen. Ich denke, das ist auch schon so, weil man sieht es ja selber, wenn man Bahn fährt und Bahnkunde ist. Man durchfährt unterwegs Bahnhöfe, man sieht die seltsamsten Fahrzeuge, die eigentlich mal, wo man denkt, diese Schlange verschrottet, tauchen plötzlich bei Privatbahnen wieder auf. Also ich denke, auch eine tolle Idee von euch. Ja, jetzt muss ich... Ich weiß jetzt nicht, wie ich es sagen soll. Ich sage es mal in Mehrzahl. Ich hoffe, Sie verzeihen uns das, liebe Zuschauer, aber wir haben eine ganze Reihe von Ludmillen, Baureihe 230. Ja, also wir haben ja gerätselt, was die Mehrzahl von Ludmilla sein soll. Wir haben uns auf Ludmillen geeinigt, liebe Zuschauer. Die Baureihe 132, der Großrussendiesel, ist natürlich sehr populär. Mhm. Auch eine meiner persönlichen Favoriten. Die werden wir dieses Jahr auch neu produzieren und neben den bekannten Verkehrsrouten DB und der Orientrouten DR-Ausführung haben wir auch eine ganze Menge an Privatbahnvarianten wieder im Angebot, ITL zum Beispiel, Captrain auch, EVB und Railion NL für unsere Benelux-Freunde und East-West Railway für Polen. Weil wir natürlich auch die angrenzenden Länder ein bisschen mit Angebot bedienen wollen, weil wir da sehr viele treue Kunden und Fans haben. Also wenn ich mir überlege, dass es sich um eine Lok handelt und wenn ich jetzt die vielen Farbvarianten nachgezählt habe, habe ich 8 oder 10 Stück, ist das schon der Hammer. 9. Also habe ich doch fast richtig mitgezählt. Ja. Es ist ein wirklich tolles Angebot, was Sie an die Modellbahner im Spurbereich Handeln machen. Jetzt wird es ein bisschen größer. Wir gehen mal zur Rätischen Bahn. Das ist ja auch ein Produktionsbereich von euch, die Gartenbahn. Ja, wir haben mit unserer Zweitmarke Pullmann uns auch der Gartenbahn verschrieben und da insbesondere der Rätische Bahnen. Die Kultbahngesellschaft letztendlich auch wirklich bekannt in aller Welt. Und wir haben dieses Jahr den bekannten Panoramawagen neu aufgelegt in Varianten, die es nun überhaupt nicht gab. Eine sogenannte API-Variante mit geänderten Drehgestellblenden, super detailliert eingerichteten Innenraum inklusive aufwendiger Bedruckung. Und wir haben jeden von diesen Panoramawagen ab Werk einen Digitaldecoder mit Innenraumbeleuchtung eingebaut. Das heißt, man kann individuell an jedem Wagen individuell die Lichter ein- und ausschalten. Und wenn es geht, noch dimmen und die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen. Hätte ich jetzt fast vermutet. Also mit dem Dimmen kann ich dienen. Sie können natürlich die Helligkeit einstellen, wie es Ihnen gerade sozusagen beliebt. Die Fahrgäste müssen Sie noch selber einbauen. Okay, aber die werden wir auch irgendwann zum Laufen kriegen. Würde ich sagen, auch ein tolles Angebot für die Freunde der Gartenbahn. Ja, genau. Ab Sommer kommt es zur Auslieferung. Rechtzeitig zur Saison. Prima. Apropos Auslieferung. Auch Ihnen wollen wir es anbieten. Wir haben unsere Zuschauer vorher gefragt, was wir denn den Herstellern für Fragen stellen sollen, was ihnen auf der Seele liegt. Sind Sie bereit dazu? Ich bin bereit dazu. Ich hoffe, ich kann auch ein paar vernünftige Antworten geben. Ach, da bin ich fest davon überzeugt. So, liebe Zuschauer, jetzt geht es ans Eingemachte. Wir stellen die Fragen. Ein Werner Hess aus Norderstedt fragt, wann kommt die V90, die uns im Sommer 2016 versprochen wurde? Ja, hallo Herr Hess. Die V90 ist in den letzten Stadien der Produktion. Das heißt, die Teile sind alle sozusagen fertig und werden jetzt noch entmontiert und geprüft. Wir erwarten die Ende April, Anfang Mai bei uns im Lager. Alle Varianten. Das ist also mal eine Antwort. Herr Hess, Sie müssen sich halt noch ein klein wenig gedulden, aber ich denke, es liegt auch in jedem Modellbahner Interesse, dass die Fahrzeuge auch fehlerfrei das Werk verlassen, damit nicht hinterher wieder der große Ärger aufkommt, denke ich mal. Ja genau, bei uns geht Qualität über alles. Wir hatten noch sozusagen auf der Zielgeraden ein paar Kleinigkeiten entdeckt, die uns persönlich nicht so gefallen haben. Die werden jetzt eben noch korrigiert. Und ich kann Ihnen schon sagen, ich habe die Vorserienteile auch schon gesehen, es lohnt sich wirklich. Jetzt haben wir eine Frage, derjenige hat sie anonym gestellt, ach nein doch, er hat es in der Frage eingebaut. Entschuldigung Herr Maas aus Düsseldorf, ich habe die Frage selbst erst gerade gelesen. Also, wann wird die E94 endlich geliefert?
Was ist an der überarbeiteten ECOS anders? Die letzte Frage hat sich ja schon ein bisschen von selbst beantwortet, aber wir beantworten die Frage noch für Herrn Maas aus Düsseldorf. Was ist mit der E94? Also die frohe Botschaft ist, die E94, zumindest die DB Epoche 3 und 4, sind fertig produziert. Die sind gerade auf dem Containerseeweg irgendwo zwischen Singapur und Hamburg. Wir haben höchstpersönlich mit einem Expertenteam jede Lok nochmal im Werk auf Herz und Nieren geprüft vor dem Verpacken. Und da rechne ich damit, dass wir spätestens in der zweiten Märzwoche alle zu ausliefern beginnen werden. Also Herr Maas aus Düsseldorf, Ende März, Anfang April, denke genau, ich mal so in dem Bereich. Die DR-Freunde der DB-Epoche, also DR-Epoche 2, müssen sich noch bis zum Herbst gedulden. Aber für alle anderen kann ich sagen, es wird wirklich eine ganz tolle Lok. Davon bin ich fest überzeugt. Dann ein Herr Kitzberger aus Wien möchte wissen, wäre es möglich, bei den Decodern mehr Speicherplatz einzubauen, in Klammern oder erweiterbar, um umfangreicheres Soundprojekt realisieren zu können? Das ist sicher ein interessanter Vorschlag. Das hören wir natürlich immer wieder mal, dass wir mehr Soundspeicher brauchen. Wir beobachten hier natürlich den Bauteilemarkt der Elektronikkomponenten sehr genau. Und danke für die Anregung, werden wir mal intensiv drüber nachdenken. Also lieber Herr Kitzberger aus Wien, Sie haben gehört, der Vorschlag ist angekommen und ich denke, es ist von den Eselleuten gehört worden. Okay, so die letzte Frage stellt Ralf Schnackherz aus Brühl. Wie stellen Sie sicher, dass Neuheiten, zum Beispiel die E03, auch in 2017 geliefert werden kann? Also hier kann ich erstmal nur eine ehrliche Antwort geben. Wir können es nicht sicherstellen. Wir tun natürlich alles dafür, dass es kommt. Die, wie ich schon vorhin erwähnt habe, die E103 ist jetzt im vierten Jahr des Projektstadiums. Das heißt, es ist schon eine Menge Gehirnschmalz in Entwicklung und Test dieser Lokomotive geflossen. Wir haben sehr, sehr sorgfältig unsere Produktionspartner für diese Lok ausgewählt. Und wir werden auch natürlich mit Hochdruck daran arbeiten, dass sie wie versprochen im Sommer kommt. Man muss ehrlich sein, es kann immer wieder passieren, dass irgendwelche Dinge, die man nicht gesehen hat oder hätte vorhersehen können, dazwischen kommen. Und wie Sie schon vorhin richtig vermutet haben, bei uns ist es dann in der Tat so, die Qualität kommt zuerst. Und wenn wir am letzten Tag vorm Verpacken feststellen, da ist irgendwas, dann wird das Projekt gestoppt und es wird dann verbessert. Also auch wir haben natürlich ein Interesse daran, dass Sachen sozusagen möglichst pünktlich kommen. Wir tun alles dafür, damit es sozusagen passt. Wir können es aber natürlich, wie so vieles im Leben, nicht garantieren. Ja. So, liebe Modellbahnfreunde, das waren zumindest erstmal die ehrlichen Antworten von Zuschauern, die gestellt worden sind. Die Neuheiten, die wir hier vorgestellt haben, waren sehr umfangreich und auch ziemlich vollständig, hatte ich den Eindruck. Wenn Sie aber trotzdem weitere Informationen noch haben wollen, auf den Webseiten von ESU kann man rumwuseln, wie man will. Oder natürlich beim Modellbahnshop Lippe unter modellbahnshoplippe.com. Dort können Sie sich ebenfalls informieren und was sogar das Beste daran ist, Sie können die Modelle sogar dort bestellen. Lieber Jürgen Lindner, vielen Dank für dieses tolle Gespräch und ich freue mich auf ein nächstes Jahr mit tollen weiteren Neuheiten von ESU. Herzlichen Dank auch für die Zeit. Wie immer ein tolles Gespräch und natürlich sind wir auch nächstes Jahr wieder da. Das will ich doch stark hoffen. Alles klar.